meine lieben Herzen, herzlich willkommen auf meinem Kanal Son Herz Tarot. Ich freue mich, euch alle recht herzlich begrüßen zu dürfen. Welcome back. Für die, die wieder einschalten, zu Monatsorakel für den Monat Juli 2022. Was erwartet dich für deinen Sternzeichen Schütze, Aszendent Schütze oder Mondzeichen Schütze? Wenn du eines der drei Dinge in deinem Chart hast, kannst du dir die Legung hier anschauen. Und wenn du hier zum allerersten Mal auf meinem Kanal gelandet bist, dann hallo und herzlich willkommen, du liebe Seele. Ich begrüße dich. Wenn die Tarotkartenlegungen noch nicht vertraut sind, dann bitte ich dich einfach ganz kurz unten in der Infobox alle wichtigen Details zu entnehmen. Wenn dir aber Tarotkartenlegungen schon vertraut sind, du mich nur noch nicht einfach kennst, dann hallöchen, herzlich willkommen. Hier ist wahrscheinlich eine Botschaft für dich, sonst hättest du nicht auf dieses Video geklickt. Für meine lieben Männerherzen, hallöchen, herzlich willkommen. Ihr wisst Bescheid, ich spreche hier mehr aus der weiblichen Perspektive, einfach die Geschlechterrollen umtauschen. Und für meine lieben Crosswatchers, hallöchen, herzlich willkommen. Ihr müsst einfach schauen, ob das für dein Gegenüber hier resoniert oder ob da das Aszendent oder Mondzeichen hier besser harmoniert diesen Monat. Vielen herzlichen Dank, meine lieben Schützenherzen. Danke, danke, danke schön für euren Support, fürs Abonnieren, Liken, Teilen, Kommentieren. Danke schön, dass ihr mir hier zum Wachstum verhelft. Vielen herzlichen Dank. Liebe geht raus an meine lieben Schützenherzen. Und meine lieben Schützenherzen, ich wollte euch noch jemanden hier vorstellen, und zwar ein Kanal. Auch eine super Tarotkartenlegerin, intuitive Readerin. Sie hat ganz neu angefangen hier auf YouTube. Sie heißt Aqua Vibrations. Unten in der Infobox findest du ihren Link. Da kannst du mal reinschnuppern und schauen, ob das Ganze mit dir resoniert und du mit ihrer Energy vibest. Dankeschön auch dafür. Wenn du Interesse hast an einer privaten Legung mit mir, dann darfst du mich unten in der Infobox gerne kontaktieren. Da sind meine Kontaktdetails, meine E-Mail-Adresse oder auch mein Instagram. Darüber kannst du mich dann für ein Reading kontaktieren. Und ich freue mich auch, dich dort drüben zu sehen. So, es geht los. Für meine lieben Schützenherzen, Monat Juli 2022. Uiuiui. Für meine lieben Schützenherzen, ja, was kommt denn da? Da kommt ja einiges hier raus. Ihr war zuerst 8 der Münzen, Königin der Kelche, 7 der Schwerter. Wir haben hier echt viele Karten rausbekommen. 10 der Stäbe, 6 der Schwerter, 5 der Schwerter. Wassermann, Waage, Zwilling kommt sehr stark durch. Krebs auch sehr stark, vor allen Dingen Fische auch. Was ich hier noch aufnehme, sind einfach Jungfrau, Stier, Steinbock und eigentlich alle Elemente Schütze, Widder, Löwe. Ich nenne es einfach mal mit. Hier hinten haben wir den Herrscher. Meine lieben Schützen, dein Fokus diesen Monat liegt hier auf die 8 der Münzen, also auf deine Arbeit, auf dich. Dein Fokus ist mehr auf dich, auf etwas anderes gerichtet hier für den Monat Juli. Du bist eigentlich damit beschäftigt, deinen Tag so rumzukriegen. Du gehst zur Arbeit, dein Fokus ist bei der Arbeit. Dein Fokus ist auch damit beschäftigt, du hältst dir deinen Tag so, sag ich mal, ist so vollgestopft mit Dingen, die du erledigen musst. Ja, also du bist wirklich sehr beschäftigt im Monat Juli. Du kommst gerade nur zum Essen und Schlafen nebenher. Das ist so, was ich hier für dich aufnehme. Sehr, sehr fleißige Energie, aber auch sehr am Machen. Ja, du bist hier sehr Arbeitstechnik sehr einbezogen diesen Monat, ja. Wenn du jetzt momentan, sage ich mal, egal in welchem Bereich du arbeitest, ob es hier eine Arbeit ist, wo du angestellt bist oder ob du hier gerade hier noch was nebenbei aufbaust oder ob es hier einfach nur du bist, die sich hier auf sich selber konzentriert und guckt, okay, es geht jetzt hier um Persönlichkeitsentwicklung. Ich möchte neben meiner Arbeit, machst du noch einen Fernkurs, was dazu zu dem Thema oder liest dich ein. Ich sehe, du bist sehr, sehr beschäftigt, da an dir zu arbeiten, voranzukommen hier. Okay? Dann haben wir als zweite Karte hier die Königin der Kelche. Die Königin der Kelche ist sehr, sehr intuitiv. Ja?
und auch sehr stark mit dem spirituellen Reich verbunden, seine mütterliche Energie auch, was hier durchkommen mag. Ich werde diese Karte auch klären. Ich nehme einfach für dich hier auf, dass du dich hier sehr mit dem spirituellen Reich verbindest, also dass du hier dich auch auf jeden Fall in diesen Bereichen mehr einliest oder da auch etwas anfängst zu tun und dafür hart arbeitest, also ja, damit beschäftigt bist, sag ich es mal so. Dann als dritte Karte haben wir einfach die 7 der Schwerter. Die 7 der Schwerter nehme ich hier als diese Energie hier auf, dass du nicht mehr da bereit bist, alles selber hier tragen zu müssen, auch wenn es hier Menschen in deinem Umfeld gibt, die zu dir kommen und dich noch mit Arbeit oder mit ihrer Verantwortung, mit ihrer Arbeit dich noch überhäufen wollen. Du sagst dazu nein, danke. Du durchschaust das Ganze. Wer hier dein Freund ist oder wer hier nur Dinge auch abladen will, weil du hast keine Kraft mehr hier, der Gepäckträger zu sein. Du hast hier keine Kraft, noch mehr mit dir rumzuschleppen, noch mehr zu tun. Das ist die Energie, die hier für den Schützen durchkommt. Wir haben hier 6 der Schwerter. Ich sehe auf jeden Fall, du lässt hier alles hinter dir. Hier hast du wieder ein Gepäck in der Hand. Also du machst dich hier wirklich diesen Monat auf den Weg, auf die Reise. Du lässt alte Dinge hier zurück, alte Dinge, die dir einfach nicht mehr dienen. Machst du dich hier auf deinem Weg, dein Fokus ist hier komplett auf dich gerichtet, ja, auf das Wesentliche. Und ich sehe hier mit 5 der Schwerter, du hast keine Lust mehr, ja, also gedanklich. Ich sehe, hier gibt es einen Konflikt mit dem Herrscher. Es könnte hier ein alter Chef sein, es könnte aber auch hier für eine Vaterfigur stehen, es könnte hier aber auch für einen Ex-Partner stehen, der Herrscher, ja, das ist so, was ich hier sehe, genau, mit dem Tod, das ist hier vorbei, das Ganze wurde hier beendet, meine lieben Schützenherzen, und du hast keine Kraft mehr weiterhin in diesem Konflikt zu stehen mit 5 der Schwerter und da noch Energie zu verschwenden. Ich sehe, du bist sehr stark in deinen Gedanken auch, wie es für dich weitergeht und was dich in der Zukunft hier erwarten wird, aber der Fokus, auf den du dich jetzt mal richtest, ist sehr positiv, okay? Es gefällt mir, die Energie. 7 der Schwerter, Klärung für meine lieben Schützen. Der Turm. Ha. Und 4 der Kelche. Du bist einfach nicht mehr interessiert. Du bist nicht mehr interessiert, wie andere sich fühlen. Du bist nicht mehr interessiert, hier die Last zu tragen von anderen oder von dem Herrscher, ja, von deinem Ex-Partner oder von deinem Ex-Boss, dass die Verantwortung alles auf dir lastet. Du hast einfach, du willst nicht mehr manipuliert werden, auch hier emotional mit den 7 der Schwerter. Du durchschaust diese Maske, du durchschaust das, die Intention von deinem Gegenüber, durchschaust du, ja, weil du bist sehr, sag ich mal, sehr spirituell offen, aber auch, dass deine Intuition dich hier sehr gut lenkt diesen Monat. Du durchschaust es, wenn jemand, mit welcher Absicht diese Person hier kommt, weil du kannst das Ganze nicht mehr tragen. Das Ganze ist hier vorbei. Falls sich hier nochmal dein Ex-Partner melden sollte, du wirst da nein, danke sagen, direkt nein, danke. Du willst damit nichts mehr zu tun haben. Das ist so die Energie. Und deswegen lenkst du dich hier mit anderen Dingen ab. Deswegen fokussierst du dich hier auch auf andere Dinge. 5 der Schwerterklärung. Ja, die Herrscherin kommt hier durch. Ja, also es gibt hier nochmal Kommunikation mit deinem Ex-Partner, was dir einfach hier Kopfschmerzen bereitet. Das Ganze ist gerade hier ein Stillstand zwischen euch. Dann kam auch 5 der Schwerter, Klärung mit 5 der Schwerter. Und hier steht Gewinner- oder Verliererweg. Also du wählst nicht den Verliererweg, du wählst den Gewinnerweg. Du möchtest nämlich nach vorne blicken mit den 6 der Schwerter. Für dich geht's weiter. Du kannst nicht mehr dieses Ganze hin und her. Das gibt dir einfach nur noch Kopfschmerzen. Auch diese ganze Kommunikation und immer wieder zu zeigen, nein, ich möchte nicht, und immer wieder standhaft hier zu bleiben und immer wieder deine Grenzen hier aufzusetzen, meine lieben Schützen. Ich sehe für dich, dass du hier den Fokus auf dich richtest, auf dich und deine Familie, auf dich und auf dich, was dir wichtig ist, ja. Deine Energie, deinen Fokus lässt du hier nicht mehr schweifen und du lässt dich hier auch nicht mehr auf sinnlose Kommunikation mit deinem Gegenüber ein, vor allen Dingen Ex-Liebhabern, ja, oder Ex-Liebhaber. Für jeden wird es hier unterschiedlich sein, dass es hier so was durchkommt, weil du willst den Weg der Gewinner einschlagen. Deswegen, du blickst nicht mehr zurück. Du wirst hier nach vorne blicken und nach vorne gehen. Und du freust dich auch schon auf diesen Weg, ja.
weil du noch nicht weißt, was da jetzt kommt. Wow. Wunderschöne Energie. Acht der Kelche. Lass alles hinter dir zurück. Diese ganzen Verbindungen, zwischenmenschlichen Verbindungen, die einfach nur an dir zerren und dir mehr Belastung aufdrücken oder, sage ich mal, hier, wo du einfach nur so mit dir mitschleppst, das lässt du alles zurück, diesen unnötigen Ballast. Du nimmst nur das mit, was hier für dich wichtig ist. Jemand hier mit versteckten Intentionen oder jemand, der dir nicht direkt die Intention zeigt. Du bemerkst es, du hast dafür ein Gespür diesen Monat. Man kann dich hier nicht einfach täuschen, meine lieben Schützenherzen. Wow, Hammer, Hammerlegung. Wunder, wunder, wunderschön. Wir gehen über zu den Orakelkarten. Für meine lieben Schützenherzen, Monat Juli. Was sollten meine lieben Schützen? Also, sag mal, bei euch gibt es aber echt viel. Ich habe hier einen dicken, fetten Stapel. Ja, wir haben hier deinen Selbstwert. Ja, du erkennst deinen Selbstwert, dass es hier so was für dich durchkommt. Du gibst dir hier Selbstwert. Du zeigst hier dir selber die Selbstliebe. Du erkennst dir deinen Selbstwert und du erkennst, dass das hier deinen Selbstwert schmälert. Ja, dass du hier mehr wert bist als diese halblosen Dinge, würde ich mal sagen. Ja, Menschen, die hier nur kommen, um etwas zu nehmen. Dann haben wir hier Yin und Yang Energie, Happy Family. Oh mein Gott. Wow. Oh mein Gott. Wunderschön. Die Yin und Yang Energie kommt hier durch, meine Lieben. Ich habe auch das Gefühl, du wirst hier deine inneren Anteile von deiner männlichen Energie und versuchen, deine weibliche Energie hier im Einklang zu finden. Wie gesagt, du fokussierst dich auf die wichtigen Dinge. Happy Family. Für einige nehme ich hier auch die Botschaft, dass du hier einfach schöne Zeiten mit deiner Familie erleben kannst im Juli und die auch erlebst hier. Dein sicherer Hafen, deine Familie, wo die hier so diese Basis gibt, diese Foundation, mit den Menschen wirst du deine Energie geben, den Menschen wirst du hier deine Zeit widmen, ja, deine Zeit, dein Fokus. Das ist hier so, was ich nehme. Du begibst dich auch hier in der Heilung, weil wir haben hier einfach Erholung und wieder Regeneration. Also du gehst hier in einen Modus, in eine richtige Heilung, die hier im Juli passieren darf. Ein Abschluss, du schließt mit vielen Dingen ab. Du ziehst deine kompletten Energien hier auch zurück, mein lieber Schütze, damit du hier voll aufgeladen bist. Ich sehe auch, dass du hier komplett in die Heilung kommst, dass du hier dir was Gutes tust. Weil die nächste Karte ist eine Tür, die sperrgelweit offen steht. Und dein Symbol für diesen Monat ist einfach der Regenbogen. Der kam jetzt hier schon zweimal durch. Regenbogen ist dein Symbol. Wahrscheinlich wirst du auch einige Regenbogen begegnen oder einen Regenbogen sehen. Es muss ja nicht nur ein echter Regenbogen sein, wo du irgendwo siehst, sondern es kann auch ein Regenbogen sein, wo du in einem besonderen Moment irgendwo abgebildet siehst. Ja? Achte mal darauf, der Regenbogen kommt hier als Symbolik bei dir durch und wir sehen, diese Tür öffnet hier zu deiner persönlichen Heilung und zu deinem persönlichen Glück. Ja, also hier öffnet sich die Tür, weil du dich hier in die Heilung begibst, weil du hier viele Dinge hinter dich lässt, alte Dinge, die dir hier nicht diese Wertschätzung gebracht haben, wo du deinen Selbstwert nicht erkannt hast. Für einige nehme ich hier auch einfach auf, dass ich hier eine Liebesbeziehung oder eine Liebesverbindung entwickeln kann. Aber ich sehe eher, dass es hier eine große Transformation ist in der Heilung, dass sich dadurch diese Tür öffnen wird. Für jeden wird es was anderes sein, zu deinem persönlichen Glück, zu deiner persönlichen Heilung. Und vor allen Dingen Heilung ist diesen Monat ein großes Thema bei euch, meine lieben Schützen, weil ihr euch in eine richtig große, transformierte Wiedergeburt hier wiederfinden dürft. Ich sehe als letzte Karte hier die Community, Verbindungen.
auch sehr interessant. Ich sehe, dass du hier mit Menschen Zeit verbringen darfst oder sage ich auch mal Menschen hier nahe kommst, mit denen du hier eine Seelenverbindung hast, dass du hier innige Freundschaften aufbaust oder Freundschaften hier weiter vertiefst. Also für Menschen, für jeden wird es hier unterschiedlich sein. Manche werden hier ihren Fokus auf Familie und Freunde setzen, manche mehr auf Familie, manche mehr auf Freunde, weil die Freunde so wie eine, sage ich mal, man hat ja auch seine Seelenfamilie. Ja, also es wird hier so ein Mix sein für die meisten. Das ist so, was ich aufnehme. Du umgibst dich hier mit Menschen, die nicht was von dir nehmen, sondern was in deinem Leben hier hinzufügen, die dich hier auf deinem Heilungsweg begleiten. Das ist so deine Message. Oh mein Gott, ihr habt echt viele Karten rausbekommen, meine lieben Schützen, für meinen lieben Schützenherzen Monat Juli, July. Was sollten meine lieben Schützenherzen für den Monat Juli jetzt wissen? Okay, danke schön. Ah, Teaching and Learning. Ja, also wie ich vorher schon gesagt habe, ihr lernt hier was. Ihr lernt hier etwas Neues. Ihr wollt hier irgendetwas Neues anfangen, was Neues lernen. Euer Fokus ist auf die Arbeit, auf eure Weiterentwicklung, persönliche Weiterentwicklung. Vielleicht lernst du dir hier etwas Neues an, eignest du dir hier etwas Neues an. Oder für einige, du bringst jemanden Dinge bei, die du, in denen du schon gut bist. Ja, für einige wird es hier sein, dass du hier etwas lernst. Und für andere wird es etwas sein, dass du Menschen hier etwas beibringst, in dem du schon gut bist, wo du ein Talent hast, wo du hier deine Work Skills schon aufgebaut hast. Oh mein Gott, die nächste Karte. New Beginnings, Neuanfänge. Es ist nicht nur ein Neuanfang, also nicht nur ein Neuanfang in einem bestimmten Lebensabschnitt oder in einem bestimmten Lebensbereich. Es ist, wie ich vorher gesagt habe, eine Wiedergeburt. Es wird hier Neuanfänge geben in verschiedenen Dingen. Du wirst diese Dinge anders angehen. Es wird hier Neuanfänge. Oh mein Gott, ich liebe eure Energy, meine liebe Schützen. Das gefällt mir. Ein Neuanfang, Neuanfänge kommen hier auf euch zu in verschiedenen Bereichen. Für meine lieben Schützenherzen, Monat July. Was sollten meine lieben Schützenherzen für den Monat July jetzt wissen? Für meine lieben Schützen. Danke. Ja. Die erste Karte, eine Auszeit. Du wirst dir diesen Monat eine Auszeit nehmen für deinen Körper und für deinen Geist. Das ist auch hier schon mit dieser Karte gezeigt worden. Ja, also du nimmst definitiv hier eine Auszeit, um einfach in die Heilung zu gehen, um in deine Transformation, ja, sag ich mal, zu durchleben. Was auch interessant ist, für einige kann es sein, dass ihr diesen Monat einfach euch von der, sag ich mal, nicht von der Welt abkapselt, aber euch hier wirklich auf eure innere Heilung zubegibt und da auch euch diese Zeit nimmt für euch. Dann war die nächste Karte hier Erfolg. Ja, du wirst dir eine großartige Basis bauen für deinen Erfolg. Ja, du siehst, dieser Weg zum Erfolg, den du hier gehen darfst, den du dir hier selber erschaffst, diesen Weg, ja, mit deiner Kraft, deiner Gedanken. Das ist hier so, was ich sehe. Du siehst hier Dinge, was sich hier schon für deine Zukunft, was dir hier Erfolg einbringen wird. Und diesen Weg erschaffst du dir und du gehst diesen Weg. Und wenn ihr mal das Bild seht, ja, ihr könnt nicht weit blicken, weil ihr wisst nicht, wie der Weg funktioniert oder wie der Weg hier entlang läuft oder was da dich auf dem Weg begegnet, weil der Weg einfach durch deine Gedanken in dem Moment entsteht. Aber ich sehe, egal ob da andere sagen, das ist nicht möglich, du siehst diesen Weg mit deinen Gedanken. Das ist hier so, was ich hier für euch höre. Oh mein Gott, meine lieben Schützen, es gefällt mir sehr. Für meine lieben Schützenherzen, Monat July, was sollten meine lieben Schützenherzen für den Monat Juli wissen? Es kommt sehr viel raus bei euch. Heiliger Plan.
Also, meine lieben Schützenherzen, die Mehrheit hier von euch, ihr folgt diesem heiligen Plan. Dieser heilige Plan wird sich Step by Step dir offenbaren und dir zeigen. Ja, ich sehe, du hast hier eine Aufgabe in dem Leben hier. Jeder hat eine Aufgabe und ihr fangt an, diesen Weg zu gehen. Auch wenn ihr euch noch nicht bewusst seid, dass ihr auf diesen Weg gerade hier einschlägt, aber ich sehe, ja, du begibst dich hier auf dem Weg, deinem heiligen Plan hier zu folgen, deinen Seelenplan hier zu folgen. Wow. Ich sehe auf die innere Stimme hören. Deine Intuition kommuniziert mit dir, dein höheres Reich kommuniziert mit dir, dein höheres Ich kommuniziert mit dir. Deswegen ist es wichtig, dass du hier wirklich in die Heilung gehst, um auch hier nicht den Lärm nur von außen wahrzunehmen, sondern deine innere Stimme hier wieder wahrzunehmen, die dich hier lenken möchte. Dein spirituelles Reich möchte dich lenken. Das ist ein richtiger Ruf, der hier voreilt. Dann sehe ich, dass diesen Monat Kommunikation ganz wichtig ist und Ehrlichkeit. Ich habe ja vorher gesehen, hier ist noch jemand, der sich wieder melden wird. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass du hier ehrlich und offen mit dieser Person kommunizierst. Ja, also eine ehrliche Kommunikation, dass du nicht so halb-halb hier kommunizierst oder hier etwas auf Pause drückst und mal sehen, ob es dann in der Zukunft wieder weitergeht. Nein, eine ehrliche und offene Kommunikation ist von dir hier gefordert, aber darfst du auch von deinem Gegenüber hier fordern. Ja, nicht mehr so dieses halbe, ihr wisst, wie ich meine, dieses halbe, nicht dieses offene Reden, sondern diese, man sagt immer so, ja, mal sehen, dieses, zum Beispiel mal sehen, wie es dann kommt. Man hat ja eine Absicht. Wie es im Endeffekt kommt, ist ja was anderes, wie es dann im Endeffekt ausgeht. Aber deine Absicht oder die Absicht ist immer das Entscheidende. Deine innere Absicht sowie die auch die innere Absicht von deinem Gegenüber. Und da kann man offen und ehrlich kommunizieren. Wie es dann ausgeht, ist immer was anderes. Für meine lieben Schützenherzen, Monat Juli. Was sollten meine lieben Schützenherzen da wissen? Hier haben wir, Gleiches zieht Gleiches an. Wow, das sollte dir bewusst sein. Gleiches zieht Gleiches an. Wenn du dich hier in die Heilung begibst, dann bist du auf einer ganz anderen Schwingung, meine lieben Schützenherzen. Dann ziehst du nicht mehr dieselben Partner an. Dann ziehst du auch nicht mehr dieselben Menschen an in deinem Umfeld. Ja, weil Gleiches zieht Gleiches an. Und wenn du dich hier auf dem Weg machst, deinen heiligen Plan, deinen Seelenplan hier zu erfüllen, auch wenn es dir noch nicht bewusst ist, dass das dein Seelenplan ist oder dass dieser Weg dich hier zum Seelenplan führt, habe ich das Gefühl, dass Menschen in dein Leben hier angezogen werden, die auch dasselbe hier verfolgen, weil Gleiches zieht einfach Gleiches an. Okay? Das Gesetz der Resonanz. Für meine lieben Schützenherzen, Monat Juli. Was sollten meine lieben Schützenherzen für den Monat Juli, opala, jetzt wissen? Für meine lieben Schützenherzen, Monat Juli. Eine Kuh, die macht Mu. Wundern sind keine Grenze gesetzt. Ja, also, Wundern sind keine Grenzen gesetzt. Es gibt keine Grenzen, wenn du dich im Kopf wirklich frei machst, diese Selbstzweifel los wirst, sehe ich hier für dich, wie ich dir schon vorher gesagt habe, hier auch mit dem Erfolg, dass du Erfolg haben wirst, wenn du hier dir keine Begrenzungen machst, ja? Wie der Weg zu gehen hat, wie der Weg sich hier zusammensetzt. Das Wie ist nie die Rolle, ist nie der entscheidende Faktor. Glaube an dein Wunder, glaube an deinen Weg. Padentar, geh in deine Kraft. Und das wirst du hier in der Heilung tun. Du kommst in deine innere Kraft, du spürst deine innere Kraft, du gehst in deine Kraft. Wunderschöne Karte, wow. Dann haben wir, für einige kann das auch hier Panther dein Seelentier sein. Dann haben wir hier ein Wombat. Fühle dich zu Hause in der Welt. Ja, egal wo du bist, wenn du in dir angekommen bist, fühlst du dich überall zu Hause. So. Das waren drei Karten. Dann noch die Tealeaf-Karten für den Monat Juli. Für meine lieben Schützenherzen für den Monat Juli. Was sollten meine lieben Schützenherzen jetzt wissen? Für meine lieben Schützen.
So. So. Da haben wir ein paar. Wir haben hier ein Funnel. Es gibt hier eine Periode der Frustration und eine Lektion, die gelernt werden musste. Es kann hier schon für einige in der Vergangenheit liegen. Für andere sehe ich, dass diese Lektion gerade passiert. Dann sehe ich hier ein Brot, eine Periode von Wohlstand und Fülle. Ja? Also, Brot und Zucker, das heißt, es wird dir diesen Monat gut gehen, finanziell, materiell. Dann haben wir hier einen Hund. Du hast hier eine schöne Zeit mit einem engen Freund oder du kommst hier einem Freund wieder sehr nahe. Ja, das ist hier so, was ich sehe. Und wir haben hier auch noch mal zwei Hunde abgebildet. Also Hund kommt hier auch oft durch. Du kommst hier zusammen mit Freunden. Also du verbringst hier Zeit mit engen Freunden, so wie ich ja vorher schon gesagt hatte, mit der Karte mit diesen drei Frauen abgebildet. Dann, ja, Geld wird diesen Monat auf dich zukommen. Also Geldfluss dieser Monat ist sehr gut bei euch, meine lieben Schützenherzen. Finanziell musst du dich hier nicht sorgen für den Monat Juli. Es wird dir gut gehen. Für meine lieben Schützenherzen Monat Juli. Deine spirituellen Ratschläge. Ein Journal. Es wird Zeit für dich wieder hier zu journalen. Wenn du das noch nie getan hast, kann ich dir nur raten, fange damit an. Journal deine Gedanken, dann wird auch dein Kopf freier, dann wirst du auch klarer, auch wenn du hier Gedanken hast oder an die Wunder glaubst, was du hier manifestieren willst oder in deiner Zukunft hier umsetzen willst, was dich hier anzieht, ja, was, Journal darüber, das kann ich dir nur raten. Und wir haben hier Kreativität, ja, kreative Kunst. Male öfters, um einfach in deinen kreativen Fluss zu kommen. Das sind deine zwei spirituellen Ratschläge für den Monat Juli, meine lieben Schützenherzen. Nimm es an, setz es um, eins von den beiden, fang damit an oder mach damit weiter. Es wird dir auf jeden Fall hier helfen, da du in diesem Moment auch im gegenwärtigen Moment bist, wenn du etwas kreierst, wenn du etwas machst, ja, wenn du dich hier in diese Kunst vertiefst oder wenn du auch journalst, bist du einfach im gegenwärtigen Moment und das ist ein magischer Moment, ja, wo du einfach hier mit dir, mit dem spirituellen Reich verbunden bist und alles durch dich fließen darf. Wow, Hammer-Hammer-Legung, meine lieben Schützenherzen. Wenn du Interesse hast an einer privaten Legung, du weißt Bescheid, unten kannst du mich gerne kontaktieren. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Monat. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.